Moin Moin YouTube und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir den Monologist auf dem Schwierigkeitsgrad Mitte im Abandoned-Haus. Das erste Video seit einer kurzen Pause, aber los geht's nach dem Intro. Viel Spaß. So, dann lass uns auch direkt reinstarten. Wir haben die Kerze, wir sollen ein solides Foto vom Geist schießen und correct the crucifixes. Okay, das ist ein neues Ziel, das kenne ich noch nicht. Das erste neue Ziel seit dem Update, sehr schön. Das auch endlich mal damit bedacht. Ich hätte aber auch vorsichtshalber den Sledgehammer eingepackt, weil ich auch schon jetzt ein Video gesehen habe, wo jemand dadurch eine alternative Aufgabe erfüllen musste. Gut, Kerze haben wir, Kamera haben wir, dann können wir alles erfüllen. Falls wir soweit kommen. Mal gucken, was der Geist davon hält. Ja, wie im Intro gesagt, ich hatte eine kurze Pause. Ich war geschäftlich die Woche unterwegs, konnte leider nicht wie geplant vorab aufzeichnen und naja, wie es dann halt so ist. Was soll's, dafür kommt es jetzt wieder in regelmäßigen Abständen. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch so lange mit anderen Videos von mir trösten. Ja. Genau, wir starten erstmal hier wieder mit dem EMF-Gerät durchs Haus, wie immer. Und schauen mal, ob wir was finden. Ansonsten geht es hinterher wieder mit dem Thermometer durch. Okay. Ja, haben wir direkt einen Sound bekommen, aber Kellertemperaturen, nichts Besonderes. Mal Richtung Werkstatt. Oder vielleicht erstmal vorher oben. So. In den, in Anführungsstrichen, neuen Raum. Aber hier sieht auch alles gut aus. Das Licht wieder aus. So. Okay. Da passiert, glaube ich, eh nichts. Ah, hier mal das Brett. Sehr schön. Temperaturen sind unauffällig bisher. Würde mich übrigens tierisch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, das Video liked und dann auch die Glocke aktiviert, damit ihr dann in Zukunft auch keine Videos verpasst. Ich habe ganz fest eingeplant in die Aufnahme für dieses Wochenende Layers of Fear, das Remake, was jetzt vor anderthalb Wochen erschienen ist. Ich habe es auch schon die ganze Zeit installiert, aber ja, wie schon gesagt, die Zeit war leider ein bisschen rar gesät die letzten Wochen. Hier sind wir so bei 15 Grad. Das müssen wir mal im Auge behalten. Ja, naja, also wie gesagt, die Zeit war ein bisschen rar gesät. Ich gelobe Besserung. Genau. Layers of Fear, Mortuary Assistant, Ghost Watchers wurde auch mal gefordert. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Hatte ich früher schon, ist auch installiert. Muss ich. Diesmal hat es mich nicht ganz so hart erwischt. Ich habe irgendwie so ein bisschen damit gerechnet. So ein ganz bisschen habe ich damit gerechnet. Okay. Ja, kein EMF bisher. Temperatur bisher bis auf in der Werkstatt, wo es doch etwas niedriger war, unauffällig. Ah, hier haben wir auch nur 15 Grad. Schauen wir mal. Where are you? Das hört sich nach Wohnzimmer an. Ist da die Kerze angemacht und dann wieder ausgemacht, oder? Schauen wir doch mal. Temperatur ist auf jeden Fall unauffällig. EMF auch noch. Eine schlanke 30 Grad. Das hilft mir nicht weiter. Ich weiß nicht, kann der Keller? War da auch eine Kerze, die gepustet werden kann? Möglicherweise. Checken wir das nochmal. Vielleicht ist ja hier inzwischen was passiert. Ich glaube, genau den. Ja, okay. Wir haben den Stuhl, der schaukelt. Und wir sind ja, bei 5 Grad. Das ist auch trotzdem noch, auch für den Keller, ist schon ziemlich kalt. So. Genau, ich glaube, vorhin Ghostwatchers habe ich abgeschnitten. Wird kommen. Habe ich früher mal gezockt, als es rauskam. Fand ich mega geil.
halt dann irgendwie den Faden verloren und mal gucken, was die ganzen Updates jetzt für Änderungen gebracht haben. Wahrscheinlich muss ich mich komplett neu ins Spiel reindenken. Schauen wir mal. So, jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal das ESG und die Staffelei. Sanity ist noch bei 80. Das ist okay, solange wir jetzt nicht einen Geist haben, der jagt, wenn er möchte, habe ich da keine Probleme. Wobei ich in den letzten Videos ja gesehen habe oder gelernt habe, wie man einen jagenden Geist austricksen kann. Wer das nicht gesehen hat, gerne nochmal in die vorherigen beiden Videos reinschauen. War ultra spannend, hat Spaß gemacht. So, dann einmal das ESEG-Gerät hier im Keller platzieren. Get out of here. Ja, now. Ja, bin, oh, Freezing. Wir haben Freezing. Das loggen wir gleich mal ein. Dann nehme ich auf jeden Fall noch das Ektoplasma-Glas mit und na, vielleicht auch schon ein Kruzifix. Einfach to be sure. Wobei, wir gucken mal, wenn wir immer noch bei 80 sind, dann würde ich, glaube ich, nur Ektoplasma und Geisterbox mitnehmen. Einfach, um noch das Größtmögliche rauszuziehen und dann im nächsten Run das Kruzifix zusammen mit der Kerze schon mal. Oder Finger abdrücken. Genau, Kerze holen wir später. Aber erstmal jetzt Gefriertemperatur. So. Ne, ich nehme doch jetzt schon das Kruzifix mit. Heidewitzke, das hat jetzt aber ordentlich was gekostet. So, ja, nehmen wir mal das mit. Go for it. Wir bleiben auf jeden Fall unserem Motto treu und werden keine Pillen von der ersten Jagd nehmen. Entweder schaffe ich es ihn irgendwie davon zu laufen und dann rauszukommen, so bei der Jagd, oder mein Kruzifix wird mich retten. Hätte auf jeden Fall die Tür zugemacht und da haben wir. Boah, ist das eklig. Jo. Jetzt hat er aber eine Party da gefeiert. Okay, wir hatten Flecken. Kann mir doch nicht während der Jagd ein Event drücken. Alter. War das eine miese Nummer. Oder die Jagd war gerade zu Ende, aber das war richtig mies. Oh. Mann, ey. Okay. Gut. Ja. Knippeln wir uns mal die Pillchen rein. Nebenbei longen wir nochmal Ektoplasmaflecken. EMF ist raus. Fingerabdruck kann es noch sein. Mhm. Staffelei. Und ESG. Geisterbox auch noch. Ja. Ja, ist ja logisch. Ach nee, Fingerabdruck. Oh. Okay, nee, wir haben 4. Genau. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt mal dich mit. Aber Kruzifix gesaved. Nice. Dafür aber so ein kleines, mieses Mädchen gekriegt, was mir ins Gesicht gelaufen ist. Hm. Ich habe ja mit einem gerechnet, aber damit ganz bestimmt nicht. Langsam zweifle ich daran, dass da wirklich was ist. Die wollen mich doch verarschen. Da ist keiner.
das eigentlich für ein Keller, wo es kein Licht gibt? Wer hat das gebaut? Hat doch gar keinen Sinn. Hängt ja nicht mal eine Lampe an der Decke. Wer baut sowas? Ja, ist ja gut. Mensch, was? Ja, oh Kollege. Show yourself. Manifest. Ja. Ganz locker, Junge. Draw a picture. Close the door. Please close the door. Ich hole noch die Spatels. Wenn dann derzeit die Tür zumacht, dann haben wir auf jeden Fall die UV-Lampe schon mal liegen. Das ist schon mal nice. So. Er ist auch sehr aktiv, muss ich sagen. Gucken wir mal. Ja. Gestern, wenn das Video kommt, war gestern Unwetter. Ich hoffe, ihr habt es alle gut überstanden. Ohne irgendwelche großen Probleme. War doch schon ganz schön heftig. Ich bin gerade auf H2 gewesen, Höhe Braunschweig. Und als da quasi die Welt untergegangen ist, so sah es zumindest aus. Und auch die Videos, die man hinterher davon gesehen hat, waren schon ziemlich heftig. Also. Ja, man konnte es von der Autobahn etwas erahnen, dass da Schlimmes passiert gerade. Das war schon ziemlich heftig. Auf der Autobahn gab es dann Gott sei Dank nur ein bisschen Regen. Ja, was heißt ein bisschen, war auch schon ordentlich. Where are you? Are you here? Where are you? Can you talk? Where are you? Close the door. Are you here? Can you talk? Where are you? Are you here? Okay, das lief jetzt nicht so gut. Gucken wir mal. Na, hallo? Alter, okay, das kleine Teufelsbaby. Aber wir haben Fingerabdrücke. Das heißt, wir haben alles. Dann hole ich jetzt mal die Kerze, die darf er gerne auspusten. Und dann gucken wir mal. Also, zack, Fingerabdruck ein. Agash. Bestätigen. Was macht er denn? Der gute Agash. Agash. Da. Agash ist ein Geist, der sich von kalten Umgebungen ernährt. Wenn ein Agash anfängt zu jagen, kannst du seinen Atem sehen. In kalten Umgebungen bewegt er sich viel schneller. In wärmeren Umgebungen verlangsamt. Das heißt, wenn ich ihn irgendwie hoch ins Wohnzimmer ziehe, habe ich auf jeden Fall während der Jagd Ruhe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wenn ich dann auch ins Wohnzimmer komme, wenn er im Keller die Jagd startet, weil da müsste er dann deutlich schneller sein. Schauen wir mal. So, wir haben 71%. Ich nehme vorsichtshalber nochmal Pilchen. Stell jetzt die Kerze hin, hol dann den Fotoapparat. Dann hoffen wir, dass sich das kleine Teufelchen nochmal so schön zeigt im Keller. Aber ich bin da mal vorsichtig optimistisch, weil der ist sehr, sehr kontaktfreudig. Wenn ich das mal so sagen darf. Von daher bin ich da guter Dinge, dass das klappt. So. Dann gehen wir mal runter. Ich glaube, das wird nicht lange dauern. Wahrscheinlich, wenn wir zurück im Zelt sind, hat er sich schon das erste Mal ausgepustet. So. Okay. Es läuft. Da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann stellen wir uns mal hin und gucken uns das mal an.
Ach, wir müssen auch die Kruzifix holen. Correct the Crucifixes. Mal gucken, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich hängen im Haus welche, die ich umdrehen muss. Möglicherweise. Crucifix. Es scheint auf jeden Fall mehrere zu sein. Ich dachte, ich hätte gerade was in-game gehört, aber er hat der Hahn draußen gekräht. Es hörte sich an, als würde ich eine Tür quietschend auf- oder zuziehen. Ja, okay. Das war wie erwartet, ja. Das Geräusch dazu ist eklig. Muss ich sagen. Mal gucken wir mal, ob wir hier oben eins finden. Irgendwie wirken die neuen Räume immer noch nicht so wirklich implementiert. Also ich habe hier, abgesehen von diesem laufenden Mädchen, noch keine richtigen Events gehabt. Ich habe hier, außer vielleicht mal das Board, was hier liegt, noch nichts Entscheidendes gehabt. Es war noch nie der Geisterraum. Was ich so ein bisschen schade finde. Ich meine, klar, es ist schön, dass die Map erweitert wurde, aber im Großen und Ganzen würde man sich doch ein bisschen mehr davon erhoffen. So, aber wir gucken weiter nach dem Kruzifix. Okay, der Standard-Werkstatt-Sound. Stimmt, den hatten wir diese Runde noch nicht. Okay, ein Kruzifix. Dieser angenehme Sound im Hintergrund, dass irgendwas heißt oder so. Keine Ahnung. Bin ja schon froh, dass er nicht mehr auf mich zulaufen kann. Dass ich dieses Event überstanden habe. So, es könnte natürlich auch im Keller noch ein Kruzifix sein. Da werde ich gleich nochmal nachschauen. Ja, okay. Super, danke fürs Wegräumen. Hat mir trotzdem eine Gänsehaut gegeben. Von der Seite nochmal. Ne, das haben wir. Hier ist auch keins. Hier ist keins. Dann schauen wir im Keller nochmal nach so einem Kruzifix und ich denke mal, dabei kann ich auch gleich die Kamera bereit haben. Where are you? Where are you? Show yourself. Er hat sich gezeigt, aber ich habe ihn leider nicht erwischt. Diesmal muss ich einfach. Ja, okay. Haben's. Jetzt fehlt nur noch die Kerze. Blow out the candle. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Blow out the candle. Ah, nee, hat er noch nicht. Blow out the candle. Und ich gehe mal das letzte Kreuz suchen. Ah, wer weiß, wo sich das wieder versteckt. Das ist, wenn man das noch nie hatte, dann ja, fehlt so ein bisschen der Anhaltspunkt, wo man dann noch suchen soll. Okay. Jagt er gerade? Oder hat er im Keller einfach nur die Tür zugemacht? Jetzt gleich sehen. Wo ist das letzte Kreuz? Wo ist das letzte Kreuz? Jedenfalls nicht. Ich bin mir
mir ziemlich sicher hier auch nicht. So, jetzt habe ich aber im Prinzip alles schon einmal abgesucht. Ich habe es bestimmt auch schon gesehen und dabei geschickt übersehen. Falls ihr es irgendwo schon mal gesehen habt, schreibt es mir doch gerne bitte in die Kommentare, wo ich denn zu blind war. Okay, er hat auf jeden Fall keine Jagd gestartet. Das war die Tür unten im Keller. Hier. Ja, wir hatten das. Aber sonst... Das kann nur noch im Keller oder oben sein. Warum auch immer sich jedes Waschbecken in jeder Badewanne so anhört, als wäre da eine Kanalisation angeschlossen. Also, ist ja irgendwie, aber dass man die auch direkt hört. Oder eine Tropfsteinhöhle oder was weiß ich. Okay. Junge. Okay, das geht ganz gut tatsächlich. Das geht ganz gut dadurch, dass er im Warmen langsamer wird. Ich glaube, jeder andere Geist hätte mich vielleicht gehabt, aber ja, so funktioniert's. Okay, noch einmal pillen. Verdammt, wo ist das letzte Kruzifix? Er hat immer noch nicht die Kerze ausgepustet. Kann das denn sein? Meine Güte. Okay. Jetzt wird's echt spannend auf die letzten Meter. Das wird echt spannend. Zumal wir die Finger nachher auch noch in den Keller bringen müssen und ihm damit immer schön in die Arme laufen. Okay. Ich überleg gerade, ich muss runter in den Keller. Da muss das letzte Kreuz sein. Geht nicht anders. Ist das hier? Nein. Oh. Alles klar. Blow out the candle. Blow out the candle. Okay, das ging jetzt schneller als gedacht. Gut. Jetzt heißt es aber Beeilung. Die Finger versammeln. Ist nicht einer? Willst du mich verschaukeln? Wir checken trotzdem jetzt oben mal die Lage. Es kann ja immer irgendwie sein, dass es doch hier oben was gibt. Dass hier doch irgendwo jetzt ein Fingerchen rumliegt. Aber... Nope. Nope. Immer noch nicht voll integriert. Schade. Schade, Schokolade. Dann gucken wir weiter.
gucken wir weiter. Hier ist nichts. Hier haben wir einen Finger. Zwei haben wir. Ich schätze mal, in der Werkstatt wird einer liegen. Bisschen Glück auch hier schon. Nein. Aber hier. Ja. Ja. Drei. Und vielleicht noch im Magna-Raum und im Brautzimmer. Okay, jetzt geht es hier echt um jede Sekunde. Ideal wäre es, wenn wir es vor der nächsten Jagd noch schaffen würden. Mindestens alle Finger zusammen zu haben. Check. Check. Okay. Gut. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Jetzt ist nur noch eine Frage, ob wir es rechtzeitig schaffen. Bin gespannt. So. Zack. Letzten Finger holen, den bringen wir dann gleich runter und dann holen wir den Rest. Ja gut, und falls er jagt, loop ich ihn wieder durchs Wohnzimmer. Alter. Das war ein mieses Ding. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Beide Witzke. Okay. Gut, Geist, gut. Du hast es so gewollt. Ja, ja, halt ich. Den Schnabel. Numero uno. Blöd wäre es nur, wenn er gerade anfängt zu jagen, wenn ich in dem Moment den Finger reinschmeißen will. Dann ist nämlich die Frage, ob ich schnell genug aufs Kruzifix zurückkomme. Okay, Mausrad nach unten scrollen wäre die Lösung. Hm, so. Zwei noch. Zwei von euch kriegen Finger. Und den letzten. Und den letzten. Come on. Come on. Nicht vor der Jagd. Nicht jetzt jagen. Und. Zack. Geist ausgetrieben. Kleiner Baby-Teufel. Nicht mit mir. Okay. Sehr schön. Hat uns jetzt 28 Minuten gekostet. Krass. Aber ich glaube, sehr unterhaltsame 28 Minuten. Hoffe ich doch. Also, ich wurde von der Runde auf jeden Fall gut unterhalten. Ich hoffe, ich konnte das gut rüberbringen. So, Abfahrt. Ja. $3.750 gab's. Okay, was kaufen wir uns denn jetzt Schönes? Das letzte Mal gab es ja das Huhn. Na, ich glaube, da wäre auch jetzt so ein Flamingo super, oder? Dann nehme ich erstmal, nein, komm, wir nehmen den Hund. Customization Konflikt, darf ich den Hund etwa nicht mit der Katze zusammen haben? Was? Ach, nicht mit dem Hühnchen. Oh. Das, ja, gut. Süßer Sascha. Bisschen kleiner als mein echter, aber bisschen ist gut. Ja, du bist ein feiner, ne? Alles klar. So. YouTube, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann auch beim nächsten Mal wieder reinschauen. Wie vorhin angesprochen, es folgen jetzt ein paar Videos. Habt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.